Guten Tag und willkommen zurück bei Traveler's Rest. Bett gemacht, Katze gestreichelt. Und wir starten in einen neuen Tag. So, ich muss leider ein bisschen lügen. Es ist ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Ich weiß nicht, was wir machen wollten. Irgendwas Neues an Bier wollte ich produzieren. Meine ich. Mal gehört zu haben von mir selber. So, erstmal hier. Mild Ale. So, was haben wir an... Also wir haben Lagerbier mit irgendwas drin. Und Mild Age. Mild Lager. Mild... Das wollte ich, glaube ich, loswerden. Ist Mild Age. Mild Age. Mild Age. Ich habe auch gar kein Wasser mehr. Krass. Muss erstmal holen. Und dann gucken wir uns nochmal ganz kurz um. Außerdem gucken wir, was wir an Bestellung machen können. Roggenbrot süß. Met mit Pfirsich. Modifikator süß. Okay. Behalten wir uns vom Hinterkopf. So, bevor wir die Kneipe aufmachen, gucke ich erstmal ganz kurz in unsere Kiste. So, was haben wir jetzt hier drin? Das passt übrigens auch nicht mehr. Obwohl, ich kann es ja eh sortieren, ne? Also, wir haben alles an Sachen da. Ich wollte, glaube ich, hier genau Weizenbier machen. Weizenbier Ale. Das würde ich gerne mal machen. Met müssen wir auch nochmal, wie gesagt, herstellen. Muss mal ganz kurz sortieren. Obwohl, ist es ja egal. Also, wir machen erstmal Weizenbier Ale. Ja, aber ohne irgendwas. So, das heißt, wir brauchen nochmal Weizenwürze. Und dann Weizenmalz. So, da haben wir zumindest das erstmal alles. Wurst, wir haben nur noch Ditter. Suppe Tee, stimmt. Tee baue ich aber, glaube ich, gerade an. Ansonsten, na gut, Getreidebrei, aber der bringt halt gar nichts an Geld. Geröstete Gerste. Weiß nicht, ob das... Nee, Kaffee macht ja auch keinen Sinn. So, Eintopf könnte ich noch machen. Hier mit irgendwelchen Zutaten, die ich sowieso noch habe. Das passt schon. 11 Gold haben wir auch mittlerweile schon. Wann kann ich denn eigentlich hier oben mal ausbauen? Ich glaube, da muss ich noch einiges an... an Leveln steigen, ne? 7.35 Uhr. Gut, dann machen wir eine kleine Runde Ressourcen abgrabbeln. Ich mache mal jetzt nur Steine und Kohle. Ich weiß nicht, ob das fertig ist, aber wahrscheinlich eher nicht. Also eine Runde Steine und Kohle und dann machen wir die Kneipe auf. Also Taverne ist ja keine Kneipe. Weil ich ehrlich gesagt gar nicht den Unterschied zwischen Kneipe und Taverne weiß. Oder ob es da überhaupt einen gibt. So. Das ist Eisenerz, das will ich erstmal nicht holen. Da haben wir nochmal Stein und links haben wir nochmal Kohle und dann öffnen sich die Pforten. Wobei wir eigentlich auch jetzt schon aufmachen können. So, Missionen nehme ich heute mal nicht an. Gott, da stürmen schon die ersten Leute rein. Ich muss nur ganz kurz Sachen ablegen, dann bin ich bei euch. Ja, fertig. I'm coming, I'm coming.
Sorry, I'm coming. So, ich hab's schon wieder vergessen. Oh, der Besen arbeitet. Sehr geil. Oh mein Gott, ich muss nie wieder was machen. Oh, Malt ist sogar schon fast vorbei. Geil. Ich habe gehört, der Besitzer ist ein Kultist. Getränke sind total verwässert. Ruhig. Ja, bitte ruhig sein. Auch unbedingt Angestellter. Wir gucken dann auch mal am Ende des Tages, ob wir vielleicht nochmal neue Rezepte zum Kochen bekommen. So, sehr gut. Ach, der automatische Besen ist ja jetzt schon perfekt. Bringt mir leider nichts, was die Tische betrifft. Das muss ich noch selber machen. Aber ich muss nicht mehr wischen. So, doppelt Lager. So, ist Miles schon alle? Ja, noch nicht. Boah, da. Oh, 122, geil. Sehr, sehr gut. Was haben wir noch? Porter? Nee, Lager und Mild Age. Ist das hier mal fertig? Die Würze ist auf jeden Fall schon mal fertig. Ich werde aber als nächstes erstmal wieder Porter. Met machen, nicht Porter. Achso, ja, die hätte ich auch gleich abgeben können. Naja, egal, ich mache erstmal sauber. Sieht schon wieder aus hier auf den Tischen. So, sorry fürs Warten. Boah, das ist ganz hinten, ne? Nee, das ist Met. Ich glaube nie, was ich daraus erlebt habe. 12 Gold schon. Super gut. Na, das läuft doch jetzt mittlerweile. So, ein bisschen Met. Ich bin übrigens... Ich wäre sehr erfreut, wenn ihr mir Malt noch ein bisschen abkauft. Weil das brauche ich tatsächlich irgendwann nicht mehr. So. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, sauber zu machen. So, nochmal ein bisschen Met. Stullen. Ah, das sind auch schon wieder alle Tische besetzt. Ah, ich müsste vielleicht hier nochmal einen kleineren Tisch, also einen kleinen Tisch hinbauen. Mal gucken. Jetzt will ich ihn sauber machen, das dauert auch mal ewig. Essen ist immer hervorragend. Gerne wieder. Jawohl, so. Met. Met, nicht Met. Hallo Katze. Also, wir haben Weizen. Wir. Ja, gut, okay. Dann gibt es halt beim nächsten Mal kein Porterbier, sondern Lagerbier. Boah, damit kann ich auch leben. Ich habe übrigens wieder vergessen, die Sachen abzugeben. Aber dann haben wir jetzt zumindest schon mal... Sehr gut. Oh, ich muss unbedingt Hefe nachbestellen. Machen wir zum Feierabend. Dann haben wir es am nächsten Morgen. Ich weiß gar nicht, Hefe kann ich nicht selber herstellen, ne?
bin ich tatsächlich auf andere angewiesen. Also auf den Bestell-Joachim. Ach, dieser automatische Besen ist aber auch der Hammer. Beruhig dich! Miet. Lagerbier. Gehen irgendwie immer dieselben Produkte raus, ne? Aber gut, Hauptsache es gibt Geld. Die Fässer werden wieder leer. Oh. Ah, eins ist noch drin. So, wir müssen auf jeden Fall sauber machen. Kann mir jemand den Wischmopp bringen? So, 14 Uhr. War noch sehr, sehr früh. Wie viel brauchen wir denn mittlerweile? 25.000 Ruf. Alter. Das sind über 200 Gäste. Okay, das ist krass viel. Und die müssen halt auch alle erstmal über 100 haben, ne? Also 200... Ich sag mal 250 Gäste muss ich auf jeden Fall bedienen. Der Tisch ist dreckig. Ich weiß gar nicht, könntest du mal die Statistiken danach angucken, wie viele Leute ich hier so pro Tag ungefähr abfrühstücke. Hallo? Also es werden bestimmt so, naja, 75 vielleicht sein. Pass hier rein. 7, 11, 15, 22, 24 Gäste gleichzeitig habe ich. Hier fühlt man sich herrlich aufgehoben. Ey. Aus mit dir. Bildest du dir denn hier ein? So, ich komme, sorry. Ich klemme. Oh, das letzte Mild Age. So, müssen wir ganz kurz das Fass ersetzen. Porter, da beschwert sich schon wieder einer. Ey, raus mit dir. Mann, schon wieder ein Gast, der hier umsonst gegessen hat. Ist nicht schön. Maus brauche ich übrigens fast nicht mehr. So, ist das Ding fertig? Nein, nicht mal ansatzweise. Okay, ja, die Suppen werden auch deutlich weniger. Ah, hier so ein bisschen Fleisch und sowas müssten wir vielleicht auch nochmal nachlegen. Oh, ich muss unbedingt wischen. Ach, jetzt will hier auch einer Bier haben. Ah, nochmal Bier, ich wollte gerade wischen. So, jetzt muss er ganz dringend wischen. So, sorry. Alter. Porter und Met? Ja. Ich hoffe, es regnet morgen nicht. Ich glaube, ab der 6. Stufe gab es Angestellte, ne? Oh, ich fieber dem so entgegen, wenn ich hier nicht mehr an der Theke stehen muss. Sondern einfach nur noch die Tische wische. Und selbst dafür würde ich mir einen Angestellten holen. Aber ich würde am liebsten nur noch kochen und Bier brauen. Und die Kneipe soll einfach automatisch funktionieren. Ach, das wird so herrlich, wenn wir Stufe 6 endlich haben.
Aber noch ist selbst der Kneiper. Oh Gott, wir haben immer noch so viel Essen. Boah, ich muss schon wieder wischen. Ich hasse es. Mann, ich brauche Angestellte. Und nochmal essen? Yes. Also immerhin, der Wischmob ist schon mal super. 19 Uhr, wir schmeißen gleich mal den Ofen an. Na, hallo. Ah, ich klemme. Ach, weil der Besen offiziell da steht. Deswegen komme ich da nicht durch. Oh, den Besen, kann ich den nicht irgendwo anders hinstellen? Obwohl, er macht da vorne am meisten Sinn, weil der meiste Dreck hier an der Theke entsteht, weil halt alle da hinlaufen müssen. Das Spiel ist so dreckig. Quatsch. Meat. 20 Uhr? Ich habe den Ofen nicht angemacht. So. Also diesmal war es aber nicht so, dass das Bier erst in den Abendstunden hier wirklich losgeht. Das war ja meine Vermutung, glaube ich, vor ein paar Folgen, dass es, ja, ich sag mal so, mittags rum eher zum Essen hingeht und abends erst gesoffen wird, aber heute war es irgendwie so ausgeglichen, ne? Aber jetzt kein großer Unterschied, muss ich sagen. Oh, der Besen ist aber jetzt schön am Kehren. Ja, bin gleich bei dir. Kurz streicheln. Was müssen sie alle haben? Ja. 21 Uhr? Ich denke mal, so eine gute Stunde werden wir noch machen. Raus! Doppelmet. War ich jetzt sauber gemacht? Ja. Und ja, es könnten so mit die letzten Bestellungen vielleicht jetzt sein. Ach, kommen sogar noch neue Gäste. Cool. Oh, wir haben schon wieder mehr als die Hälfte geschafft. Sehr gut. So, jetzt scheint es gen Ende zu gehen. Ja, kommen auch sogar noch neue Gäste rein. Wahnsinn. Mit mir. Okay, 22, können wir noch neue Gäste rein? Also ich lasse das jetzt hier auch so lange laufen, bis die Leute hier gehen. Mi und Me. Ah, hier kriegst du mal Brot. Rot. Irgendein Fass ist leer. Ah, da kommt mal Weizenbier bitte rein. Ah, jetzt wollen sie schon mal Weizenbier kosten. 3,67 kriege ich fürs Weizenbier. Oha. Lager Weizenbier, Alter. Also Lager 3,67. Das bringt mir alles 3,67. Okay. Es ist einfach 23 Uhr und die Leute wollen einfach nicht nach Hause.
kommen immer noch neue Gäste. Okay, wir schließen die Kneipe. Wir haben nämlich kein Feuerholz mehr. Scheiße, Alter. Ah, weil ich kein Feuerholz mehr hatte. Oh, das war natürlich ein ganz, ganz bitterer Tag jetzt. Das war ja ein ganz bitterer Tag. Es hätte ein sehr schöner Tag werden können, aber ohne Feuerholz. Oh mein Gott. Scheiße. Das Fass ist leer. Hier muss ich keine Lager reinmachen, ist egal. Aber ich brauche hier erstmal Met. Aber Met haben wir sowieso jetzt fertig. Ja, machen wir morgen. Oder? Ach, komm mal. 0.50 Uhr ist es schon. Also hier kommt auf jeden Fall erstmal das Met rein. So, Mi, La, aber La haben wir noch Ersatz. Wir müssen unbedingt Bier brauen morgen. Und wir müssen unbedingt Feuerholz machen. Oh Mann, ey. Keller ist ab Stufe 10. Na gut, dann bedanke ich mich und verabschiede mich bis morgen. Ach halt. Nee, aber ist egal. Kaufen wir morgen alles. Ich gehe schlafen und wir sehen uns. Haut rein!